Uhu, Leute, ich bin Flasche, willkommen zu Let's Play Hogwarts Legacy. Bisher haben wir das Spiel ja mehr oder weniger im Stream gespielt und ich habe dieses Let's Play aus Stream-Ausschnitten einfach neu zusammengeschnitten. Aber ich denke, das reicht jetzt auch erstmal mit dem Stream und ich mache jetzt einfach sozusagen offline für mich selbst weiter, spiele dieses Spiel weiter. Wir werden uns jetzt auch ein bisschen mehr auf die Main Story konzentrieren, würde ich sagen. Wir haben viel von dem Nebenzeug im Spiel schon gesehen. Und vor allem, es gibt viele Dinge in dem Spiel, die man halt immer und immer wiederholen muss, die natürlich langweilig sind, wenn man sie sich auch immer wieder angucken muss. Zum Beispiel immer, wenn man in den Raum der Wünsche geht, alle Tiere wieder füttern, die ganzen Materialien der Tiere einsammeln. Das sind halt alles Sachen, die ziemlich viel Zeit kosten und die natürlich auch im Stream relativ langweilig sind, weil es immer wieder das Gleiche ist. Und jetzt so offline, für mich habe ich halt die Möglichkeit, im Let's Play, im Video, das halt einfach rauszuschneiden, und das in Ruhe zu machen, und für euch ist es dann nur ein kleiner Sprung und dann könnt ihr sofort weitergucken. Und darum bietet sich das jetzt an, das einfach so weiterzumachen. Und ja, wir schauen einfach mal, wie es dann laufen wird. Ich werde auch jetzt einfach spielen und spielen und spielen, solange wie ich Lust habe, und das dann letztendlich auch wieder in verschiedene Parts schneiden. Aber ja, also im Prinzip fast so wie ein Stream, nur dass ich es jetzt halt alleine mache. Naja. Gucken wir also einfach mal. Wir sind hier in Hogsmeade, so wie es aussieht. Ich habe gesagt, wir werden uns hauptsächlich auf die Main Story konzentrieren. Das sind ja hier die gelben. Es sei denn natürlich, in der Nebenstory kriegen wir irgendwie einen neuen Zauberspruch oder so. Und ich habe nochmal in Ruhe geguckt, was hier alles dabei ist. Viel Nebenquatsch, den wir nicht unbedingt brauchen. Aber ich habe hier gesehen, dass wir hier zum Beispiel einen neuen Zauber bekommen, nämlich Imperio. Und die wollen wir natürlich trotzdem mitnehmen. Das heißt, wir machen jetzt zuerst diese Quest hier. Triff dich mit Sebastian bei der Katakombe. Das machen wir jetzt. Und danach dann aber hier die verschiedenen Main-Stories weiter. Und jetzt gucken wir mal direkt, wo wir überhaupt hin müssen für diese Main-Story. Gehen wir mal auf die Weltkarte. Und dann haben wir das... Oh, ganz weit unten im Süden sind die Katakomben. Und da habe ich auch keine Flohflamme. Das heißt, das nächste wäre vermutlich hier die in dieser Stadt in Feldcroft, wo wir schon mal waren. Das heißt, ich werde da jetzt einfach mal hinreisen. Dann gucken wir mal, wie wir von da zu dieser Katakombe kommen. Das ist ja diese Stadt, wo Sebastian wohnt, wo wir auch schon mal waren, um letztendlich zu gucken, was es mit seiner Familie und mit seiner Schwester und sowas ist. Aber irgendwie tut sich hier im Spiel gerade nichts. Es sieht fast abgestürzt aus, so wie es aussieht. Denn im Ladebildschirm hier ist gerade nichts mehr. Aber das ist jetzt schon das erste Gute, wenn ich das hier nicht im Stream mache. Jetzt ist es nämlich nicht so schlimm, wenn das Spiel crasht. Ich kann jetzt in Ruhe gucken, was hier los ist. Und wir sehen uns dann einfach gleich wieder, wenn ich es geschafft habe, hier aus dem Ladebildschirm rauszukommen. Okay, also ohne Aufnahme hat es geschafft, durch den Ladebildschirm zu kommen. Ich hoffe, wir haben das jetzt nicht jedes Mal, wenn ich durch den Ladebildschirm durch muss. Aber wir werden sehen. Schauen wir einfach mal. Aber ich kann es ja dann für euch, wie gesagt, einfach immer rausschneiden, wenn es die Situation erfordert. So, fliegen wir einfach mal nach da hinten hin, wo wir hin müssen. Ich habe so lange nicht mehr gespielt. Vielleicht sollte ich mich erstmal wieder ein bisschen einzocken gegen ein paar leichtere Gegner. Machen wir vielleicht auch einfach mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Gucken wir mal, oh, da sind nämlich auch direkt ein paar Gegner. Und die kommen sogar hier hin. Komm, bring du! Erstmal anzünden. Expelliarm, Levioso, Descendo! Okay. Das hat schon mal ganz gut geklappt, würde ich sagen. Die haben sich zum Glück größtenteils alle gegenseitig gekillt, die Viechers. Aber da ist zum Beispiel noch einer. Okay. Machen wir hier erstmal alles frei. Rebellion. Was haben wir denn jetzt gerade aufgedeckt hiermit? Diese Dinger. Was müssen wir mit denen machen? Müssen wir die zerstören? Ja, sieht so aus. Dann machen wir das einfach mal. Ja.
Prevelio. Zerstören kann ich gut. Das dürfte nicht so der Aufwand sein, die Dinger kaputt zu machen. Die Sache ist, es kam jetzt zwischenzeitlich, kam halt Star Wars Jedi Survivor raus. Und ich habe echt viel das gespielt. Also ich habe echt viel Survivor gespielt. Und jetzt ist natürlich die Steuerung und die ganze Spielweise hier komplett anders. Und es kann sein, dass ich jetzt erstmal hart auf die Fresse kriege, weil ich das gar nicht mehr gewohnt bin, dieses Spiel hier zu spielen. Gucken wir mal, wo noch... das ist die Flohflamme, die nehmen wir natürlich mit. Dann haben wir hier nämlich direkt eine. Schön, sehr gut, dass wir uns sehen. Da ist der Sebastian, zu dem müssen wir gleich hin. Wir sind also ganz in der Nähe. Aber hier haben wir zum Beispiel noch einen. Was haben wir eigentlich da? Incendio. Mit Incendio geht's nicht, okay. Contrinco. Contrinco funktioniert. Kriegen mich nicht klein. Sehr gut. Aber dafür müsste ich mir auch mal ein Add-on besorgen, dass diese Videosequenz automatisch übersprungen wird, sobald man eine so eine Merlin-Prüfung fertig hat. Ich glaube, da gibt's Add-ons oder Mods für. Aber schauen wir mal. So, erst mal mit dunkel Sebastian. Aber das du bist hier. Gut. Sebastian, das Relikt, von dem du sprachst. Ich denke, einer von Slytherins Schülern fand das Relikt bei der Aufgabe, Sarkophage in dieser Katakombe zu untersuchen. Aus einem Bericht des Schülers geht hervor, dass er oder sie es nicht mitnehmen konnte. Darum vermute ich, dass es noch da ist. Wie schon erwähnt, verleiht dieses Relikt dem Träger die Macht, schwarze Magie wieder aufzuheben. Wenn es in dieser Katakombe ist, muss ich es finden. Für Anne. Ich muss sie sehen. Mich würde interessieren, was der Schüler noch so entdeckt hat. Sie selbst. Leider steht kein Name drauf. Aber ich denke, wenn es wichtig genug für Slytherin war, um ihn in seinem Zauberbuch zu verstecken, dann sollten wir ihn uns genauer ansehen. Erkunden wir diese Katakombe. Wir können Anne besuchen, wenn wir fertig sind. Perfekt. Übrigens hat sich Ominous nach dir erkundigt. Du hast ihm nicht gesagt, was wir machen, oder? Nein. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Gut. Ominous wäre wütend, wenn er wüsste, was wir vorhaben. Okay. Schülerbericht. Die Arbeit in der Katakombe hat mehr als erwartet zutage gefördert. Mehr über unsere Vorfahren zu erfahren, war sehr erhellend. Aber ich bin auf etwas anderes gestoßen, das ich nicht ignorieren konnte. In einem Bereich hinter dem verfallenen großen Saal, inmitten der ungestürzten Sarkophage, habe ich ein seltsam geformtes Relikt entdeckt. Ich habe sofort seine enorme Macht gespürt. Es wäre mir eine Freude, dieses Relikt eingehender zu untersuchen, wenn es nur erlaubt wäre, Gegenstände mitzunehmen. Ich möchte diese Katakombe gerne mit dem vergleichen, was ich über sie gelesen habe. Okay, dann werden wir wohl mal betreten und gucken mal, was da in den Catacombs, in den Katakomben von Ascalon, auf uns wartet. So, dann hoffe ich mal, dass ich noch einigermaßen in diesem Spiel kämpfen kann. Ich bin mir sicher, der übliche Stand ist hier, ist der genau. Protego. Protego ist Bleib hier. Bleib mir erstmal ganz ruhig. Okay, gucken wir mal. Und wo war nochmal heilen? Auf welcher Taste war nochmal heilen? Weiß ich schon nicht mehr. Werden wir schon rausfinden. Okay. Zumindest wissen wir, dass wir nicht allein sind. Vielleicht war's das. Okay, es hat mal der Rest der Kurve ist frei von Insekten. Spinnen sind keine Insekten. Schon gut. Spinnen sind keine Insekten. Confringo. Okay. Hier können wir verschiedene Sachen. Oh, das sieht cool aus, wie das hier so abfackelt. Da können wir hoch, so wie es aussieht. Wenn wir das hier vor allem mitnehmen. Was ist, wenn wir hier dran ziehen? Dieser Raum ist höher. Ach, hier. Die alle zu öffnen ist verlockend. Okay, Mega Power Trank, sehr gut. Irgendwo wir sind aus einem Grund hier. Gegner raus. Ich denke, wir haben Anlass, okay, sie zu öffnen. Incendio! Sehr gut. Da war nichts drin. Hier noch irgendwas? Nein. Okay. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ja. Revelio. Okay.
Eine Truhe an einem total unverdächtigen Ort. Toll. Oh, ist aber groß hier, so wie es aussieht, wenn ich hier so Akku mache. Okay, gehen wir mal weiter. Schon die nächste Spinne. Okay, das hat geklappt. Alles einsammeln mal wieder. Das aufmachen. Ja. Ins Handy. Das wird noch sehr oft passieren. Ins Handy. Ja. Und ich sag's noch. Okay. Eigentlich lang. Hier er, oder? Pass auf, ich wäre fast ausgerutscht. Expelliarmus! Okay, das war eine gescriptete Szene. Wirkt gar nicht mehr wie eine Gruft. Ich habe von Katakomben gelesen, die erweitert werden sollten. Aber es gab Probleme. Viele Einstürze. Und dann wurden sie aufgegeben? Komm, trink du! Aber das macht ja nichts. Oh, Legendary. Sehr gut. Okay, dann haben wir hier nur so einen kleinen Minigang gesehen. Kleines Secret gefunden. Schon mal gut. Ich weiß gerade nicht mehr, auf welcher Taste werfen und sowas ist. Also Gegenstände werfen und alte Magie benutzen. Das ist ein bisschen blöd. Das muss ich, glaube ich, mal schnell nachgucken. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo das ist. Ich habe das Spiel jetzt so lange nicht gespielt. Hier dann. Gucken wir mal schnell. Ich habe nämlich kurz bevor ich das letzte Mal gespielt habe, habe ich auch noch die ganze Belegung umgeändert. Darum muss ich mal schnell gucken. Aufheben. Also das hier ist nur mit Reittiere. Okay. Zaubersprüche hier. So. Basiszauber. Heilen ist auf G. Okay. Revelio auf C. Zielen. Anvisieren. Protego Q ist klar. Ausweichen. Alte Magie ist auf X. Da war es vorher auch schon. Die verschiedenen Zaubersets. Okay. Alte Magie Wurf auf L. Okay. Auf Alt meine ich. Okay. Damit kann ich, denke ich, leben. Dann habe ich nicht so viel geändert. In so einem Saal wäre ich auch gerne beerdigt. Du magst es prunkvoll. Okay, da haben wir ziemlich viel drin. Da unten. Oh, hier ist ein ganz schön großes Rätsel. Irgendwie seltsam. Müssen wir jetzt auch erstmal gegen diese Spinne da kämpfen, die jetzt bestimmt angeschissen kommt. Aber die kommt bestimmt da raus, wenn ich hier ran ziehe. Dann machen wir das doch einfach mal. Und dann. Ja, da ist er. Okay. Mehr haben wir hier nicht? Nee. Okay. Sehr gut. Dann ziehen wir jetzt erstmal überall dran. Wieder falsche Taste. Da ist was drin, das müssen wir, glaube ich. Ah, hier sind wieder solche Skelette, die brauchen wir auch oft. Hier beim Altar ist etwas. Revelio. Dann haben wir hier ein paar Sachen zum Aufsammeln. Hier haben wir was zum Kaputtmachen. Confrito! Ja. Hier haben wir was zum Kaputtmachen. Revelio. Das hier geht nur auf, wenn wir die Skelette, denke ich mal. Verteilen. Was haben wir hier? Noch was zum kaputt machen. Gehen wir erstmal hier rein. Es ist ein Grab. Gruselige Geräusche sind wohl unvermeidlich.
Ah, noch mehr SO. Warum brauchen wir so viele Skelette? Akia. Okay. Die Skelette müssen wir mitnehmen. Jetzt haben wir drei verschiedene Skelette. Schülertagebuch. Ich war so töricht, das Relikt in meinem Bericht zu erwähnen, und man hat mir zu verstehen gegeben, dass ich es unter allen Umständen dort lassen soll, wo es ist. Aber die Wissenschaft muss vor meiner Treue zu den Regeln stehen. Ich habe bei diesem Relikt etwas gespürt. Träger von Zauberstäben aus englischer Eiche sollen eine starke Intuition haben. Ich glaube daran. Deshalb habe ich gehandelt, als niemand hingesehen hat. Ich habe zwei magische Barrieren beschworen, um das Relikt zu isolieren. Die Ahnen mögen mir vergeben, aber ich verwendete ihre Gebeine als Schlüssel. Okay. Ich plane, zum Relikt zurückzukehren, aber erst muss ich mich auf meine nächste Aufgabe vorbereiten, den Imperius-Fluch zu erlernen. Dieser Fluch soll sehr effektiv gegen Feinde sein. Was ist es? Okay, das heißt, da muss ich letztendlich durch. Hier ist also noch ein Secret-Gang. Den gucken wir uns mal eben an. Den gucken wir uns mal eben an, diesen Secret-Gang. Doch es gibt noch mehr zu tun. Hier ist nämlich noch mehr Zeug. Ach, guck mal, hier ist aber auch irgendwas. Ah, hier sind diese schwarzen. Ah ja, diese schwarzen Ranken. Ach hier. Da macht schon mal keine Gebeine dran. Da komme ich gerade nicht ran. Da komme ich dran. Ich muss mir mal einen Überblick verschaffen. Okay. Die Sache ist, ich kann, glaube ich, nicht gleichzeitig Lumos. Gucken wir mal. Das tun wir mal da eben rein. Welches ist das hier? Lumos. Ah, hier kann man was anzünden. Da, guckt mal. Inzenden. Jetzt und hier auch. Okay, schon mal gut. Jetzt müsste ja größtenteils alles weggehen. Dann können wir daran ziehen und daran ziehen und dann kriegen wir bestimmt. Ja, dann kriegen wir die Gebeine. Und diese Gebeine nehmen wir jetzt und packen die dahin. So, nee. Doch. Wo waren die anderen Gebeine? Rebellion. Jetzt weg? Ah ne, die liegen noch hier, okay. Die tun wir jetzt dahin. So. Jetzt. Wackelige Knochenbrücke steht. Die Frage ist, bin ich jetzt gerade hier schon den Weg, den ich gehen soll? Ich glaube fast ja, oder? Rebellion. Nicht, dass ich jetzt schon den richtigen Weg gehe. Oder ist das hier ein Secret? Ah, nee, jetzt bin ich nur auf der Rückseite von diesem Secret. Okay, passt. Das war genau richtig, was ich gemacht habe. War tatsächlich ein Secret-Gang. Okay, sehr gut. Ach hier. Damit mache ich das jetzt auf hier bestimmt, ja. Gut. Was ist da noch drin? Nur noch eine Truhe. Okay, passt. Dann alles richtig gemacht. Rebellion. So. Dann müssen wir jetzt. Warum haben wir jetzt so viele Gebeine hier? Sprechen wir erstmal mit dem. Sieht aus wie ein Teil eines Schülertagebuchs. Hier steht etwas über das Relikt. Und die Beschwörung von Barrikaden mit Hilfe von Knochen. Natürlich. Der Bericht des Schülers verwies auf einen Raum hinter der großen Halle. Es kann keine Sackgasse sein. Teilen wir uns auf. Du widmest dich der Sache mit den Knochenbarrikaden und ich gucke, ob wir was übersehen haben. Behalte den Tagebucheintrag. Vielleicht hilft er uns noch. Hier steht noch was. Anscheinend war die nächste Herausforderung, den Imperiusfluch zu lernen. Wirklich? Interessant. Konzentrieren wir uns darauf, erstmal hier rauszukommen. Aber lass mich kurz nachdenken. Glaubst du, die Seiten wurden absichtlich hier gelassen? Slytherin erwähnt einen Schüler mit einer Tasche voller Notizen und einem Händchen für Zauberkunst.
Vielleicht wurden die Seiten absichtlich zurückgelassen oder der Schüler hat sie fallen lassen. Natürlich. Ich suche nach den Barrikaden. Perfekt. Da ist mehr dran, als ich gedacht habe. Das Torbogen sehen seltsam aus. Und ist da. Wir sollten jeden Stein umdrehen. Oder besser, jeden Knochen. Tun die an das andere ran. Dann müsste es ja aufgehen, theoretisch. Oder reichen. Reichen die nicht? Nee, zwei reichen nicht. Oder muss ich Wenn dieser Torbogen verbarrikadiert wurde, finden wir einen Weg hindurch. Dann muss ich die dritten wahrscheinlich auch noch da irgendwie hin tun. Ja, die dritte gehört da auch noch. So, okay, man muss also alle drei finden. Es hat geklappt. Ich wusste, das klappt. Hatte so ein Gefühl in den Knochen. So, jetzt kommt aber ein Bossfight, so wie es aussieht. Okay. Warte mal, mir fällt gerade noch etwas ein. Das Tagebuch erwähnt den Imperius-Fluch. Würde mich nicht wundern, wenn wir ihn hier brauchen würden. Er gilt als unverzeihlich, ist aber nützlich, wenn man in der Unterzahl ist. Damit bringt man das Ziel komplett unter seine Kontrolle. Also, wenn du Imperio lernen willst, bringe ich ihn dir bei. Will ich. Wo hast du den Imperius-Fluch gelernt? Habe ich mir selbst beigebracht. Sag Omenes nichts davon. Das ist nichts, womit man prahlen kann. Aber er könnte nützlich sein. Ich finde, du solltest ihn lernen. Sollte ich nicht erst wissen, was der Fluch für Folgen hat? Du kennst den Explosionszauber? So ähnlich. Allerdings muss bei unverzeihlichen Flüchen die Absicht klar erkennbar sein. Man muss es wirklich wollen. Den Imperius-Fluch gerne lernen. Der Fluch könnte noch nützlich werden. Ganz meine Meinung. Ein Zauber, der Leben retten kann, sollte nicht unverzeihlich sein. Es steht viel auf dem Spiel. Du hast eine Fähigkeit, die seit Jahrhunderten niemand gesehen hat. Fokussiere deine Zauberstabbewegungen. Der Zauber ist komplex. Okay, dann mal los. Yeah, Imperio. Dann mal los. Das klingt nach Ärger. Sei auf der Hut. Dann tun wir den mal, den Imperio, tun wir mal dahin. Dann können wir den mal benutzen gleich irgendwann. Okay, jetzt habe ich den überhaupt gar nicht verwendet, den Zauber. Das ist sehr gut. Aber machen wir dann mal in einem größeren Fight. Und das schmelzen wir hier erstmal alles weg. Oh, sieht cool aus. Der hat hier immer alles verbrennt. Sonst noch irgendwas hier? Ja. Oh, da hinten sind viele Spinnen. Da können wir das dann gleich mal anwenden. Warum sind hier so viele tausend Wege? Wo bin ich überhaupt hergekommen? Ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo ich hergekommen bin. Hier nicht. Hier bin ich nicht hergekommen. Bin ich von hier gekommen, oder? Ach so, ja klar, von hier bin ich gekommen. Ja, okay. Gut. Dann gehen wir erstmal nach links oder rechts. Gehen wir erstmal da lang. Noch eine Barrikade? So gut wie du dich das letzte Mal geschlagen hast. Das ist ein Klacks. Das ist zu nett von dir. Hinter. Selbstredend. Kommt bestimmt gleich angeschissen. Oh, hier geht automatisch das Licht an, sobald man in die Nähe geht. Die sieht anders aus als die zuvor. Jetzt haben wir es auch noch mit Runen zu tun. Okay, oder wir gehen erstmal in die andere Richtung. Der überwindet die Barrikade, das ist die Main Story. Okay, dann gehen wir erstmal in die Richtung. Und schnitzeln hier erstmal die Spinnen. Leviosa!
Inzendium. Betäubung. Findung. Flippendus. Flatio. Befindung. Levioso. Expelliarm. Levioso. Inzendium. Findung. Verbringung. Accio. Inzendium. Betäubung. Inzendium. Oh, die haben wir jetzt aber gut alle gemacht, aber wir haben auch ein bisschen Schlüssel bekommen. Aber es war gut. Da war auch so eine Matriarchin bei. Ah, hier sind noch ein paar kleine drin. Hat aber Bock gemacht. Aber ich habe wieder nicht den Imperio. Wieder nicht den Imperio-Zauber verwendet. Das wird noch ein bisschen dauern. Okay. Rebellion. Was geht hier ab? Ist das hier einfach nur eine Grafikfehler gerade? Kann natürlich sein. Oh ja, wie viele Wege haben wir hier eigentlich, ey? Okay. Confrigo! Incendio! Ich glaube das hier nicht so richtig, aber ich kann trotzdem durch. Okay. Erstmal noch hier. Okay, das war's hier schon, so wie es aussieht. Gehen wir in die andere Richtung. Diese Katakombe ist verfallen. Genau wie es im Bericht des Schülers stand. Ich glaube, hier war schon ziemlich lange niemand mehr. Ja. So, jetzt können wir, glaube ich, den Main-Weg gehen. Jetzt sind wir alle Wege haben wir jetzt gemacht. Jetzt können wir den Main-Weg gehen. So, und hier sind noch Spinnen hinter den Wänden, oder? Ne, jetzt nicht mehr. Okay, aber ziehen wir erstmal überall dran. Das denke ich am einfachsten. Und gucken wir mal, was passiert. Nix. Okay, der fährt sofort wieder. Ah, die muss man in der richtigen Reihenfolge, so wie es aussieht. Also man kann nicht irgendwie erkennen, wie die richtige Reihenfolge ist. Hier. So richtig erkennt man das nicht, oder? Weil immer zwei Symbole da sind. Ach so, die verschiedenen Türen kann man damit aufmachen, oder? Dann machen wir erstmal diese Tür auf. Da ist dieses Z und das Runde. Also zuerst das Z. Und dann das Runde. Dann müsste die Tür da aufgehen. Ja, so funktioniert's. Weiter so. Okay. Dann müssen wir das denn hin tun, nach hier. So. Dann die nächste Tür. Da war eigentlich ursprünglich mal die Spinne dahinter. Das ist Dreieck und komischer Kreis. Also dieses Ding. Und komischer Kreis. Drei Wirbelkreis. Und hier ist überhaupt nichts hinter, oder was? Nö. Okay, gut. Dann haben wir die nächste Tür. Z und dieser komische Kreis. Dieser Dreifachwirbelkreis. Okay. Damit dürfte jetzt eigentlich der Bogen schon fertig sein, aber wir machen natürlich trotzdem noch die letzte Tür auch auf. Ja. Und das hier ist Dreieck und anderer Kreis. Sitze da. Und anderer Kreis, denke ich. Okay. Da ist noch eine Truhe hinter, sehr gut. Dann weiter, dann können wir weiter. Mir wird klar, was Slytherins Schüler an diesem Ort so fasziniert hat. Wo ist der Bossraum? Ja, Hypnose,
Wieso kann ich jetzt nicht Imperio auf das Vieh zaubern? Okay, haben wir die damit jetzt fertig gemacht oder nicht? Da hinten ist noch einer. Einen Moment lang dachte ich, das hört nie auf. Das hat gut geklappt. Ich habe auch zweimal Imperio benutzt. Ich glaube, das macht, dass die dann für uns kämpfen, kurzzeitig. Die kämpfen dann auf unserer Seite, wenn wir das benutzen. Ich habe das leider zwar nur auf die kleinen Viecher zaubern können. Ich wollte eigentlich diese Matriarchin anvisieren, aber es hat leider so ein kleines Vieh getroffen. Aber ist nicht so schlimm. Ich meine, es hat komplett geklappt. Ich musste keinen einzigen Heiltrank benutzen. Das Gute ist, wenn man mit jemandem, mit so einem Sidekick unterwegs ist, gib noch nicht auf. Der tankt natürlich auch ein bisschen Aggro von den Viechern weg und kämpft auch ein bisschen mit. Und damit hat es eigentlich ganz gut geklappt. So, was haben wir hier? Clones Relic Illustration. Okay, also drei Leichen, die in einem Dreieck angeordnet sind. Wobei die Pyramide eigentlich vier Seiten hat und nicht nur drei. Okay. Das Relikt birgt ungeahntes Potenzial. Seine Möglichkeiten könnten nicht nur der Welt der Zauberei von Nutzen sein, sondern der ganzen Menschheit. Aber das dunkle Opfer, das nötig wäre, um seine Funktion zu enthüllen, ist ein kleines. Bitte das Relikt nicht entfernen, bis wir mehr wissen. Sebastian! Ah, das ist das Relikt. Sieh nur! Ist das möglich? Okay, was haben wir da noch? Akir! Einmal Loot. Rebellion. Okay, sprich mit Sebastian über das Relic. Warum liegt da hinten noch überall Loot rum? War ich da noch nicht, wo der Loot da hinten ist? Vielleicht der Rückweg. So, aber ich nehme mal Imperio rein, falls jetzt ein Kampf kommt, dass wir direkt den der ersten Eintrag Gegner und die auf unsere Darstellung Seite des Relikts holen können. Es passt. Hier muss der Schüler das Relikt hinterlassen haben. Unglaublich. Endlich passt es zusammen. Wir haben es gefunden. Was glaubst du, bedeutet es, mit dem dunklen Opfer das Potenzial des Relikts zu enthüllen? Keine Ahnung, aber wir sind wegen des Relikts hier. Ich meine, an dem Relikt sind drei kleine Leichen dargestellt, die an der Pyramide hängen. Wir brauchen das Relikt. Egal, was im Tagebucheintrag steht, wir nehmen uns das Relikt. In Ordnung, so soll es sein. Das für ist Anne retten. Ich nehme da muss man es. Alles bringen wir nutzen. Es nach Feldcroft. Ich muss das Relikt geheim halten. Vor allem vor meinem außer Onkel. Die Katakomben. Oh, da steht aber jetzt irgendein Asi. Ach, Ominous bestimmt. Oder 100% Ominous, der uns aufhalten will. Muss ja so sein. Na gut. Na, Ominous, was hast ist du das zu sagen? Ominous? Ja, wer sonst? Hier liegt noch Blut, das ich irgendwie übersehen habe. Muss ich jetzt Ominous gegen ihn kämpfen? Die Geräusche, die wir hörten, das warst du. Ich hatte keine Wahl. Ich musste euch folgen. Sebastian, bitte lass das Relikt in Ruhe. Wir können Anne sicher auch anders helfen. Es tut mir leid, Ominous, aber ich nehme es. Das machst du nicht. Wenn du es nicht zurücklegst, mache ich es. Oh oh. Hört auf, alle beide. Bitte, Sebastian, jetzt beruhige dich. Gut. Aber Ominous weiß, dass ich vor keinem Kampf zurückschrecke. Überzeuge Ominous mit meinen Jedi-Kräften. Du lässt uns durch.